Ja, hätte vor einer Woche mir einer erzählt, dass ich diese Woche genau dieses Video jetzt hier drehe, ich hätte ihn wahrscheinlich für bescheuert erklärt. Ja, außergewöhnliche Situationen fordern außergewöhnliche Maßnahmen und genau deswegen drehe ich dieses Video jetzt. Ich erzähle euch jetzt einmal eben ganz kurz etwas zu unserer aktuellen Situation und naja, wie jeder einzelne von euch, also du, ihr mir helfen könnt. Und das geht völlig einfach, völlig easy. Und das könnt ihr von zu Hause aus machen. Das ist nur das Einfachste dabei. Aber kommen wir erstmal darauf zurück zu unserer aktuellen Situation. Unsere aktuelle Situation als Event-Caterer sieht jetzt so aus, dass wir das Auftragsbuch bei uns eigentlich voll haben. Das heißt so bis Oktober ungefähr. Also unsere Auslastung liegt derzeit so bei 80%, was eigentlich ja sehr gut ist. Aber aufgrund der Situation gerade, ja, können wir nicht mehr rausfahren. Das heißt, wir werden oder erhalten eine Absage nach der anderen. Bis jetzt haben wir Absagen, die bis Mitte Mai reinreichen. Aufgrund dessen, dass wir, also der Klassiker ist ja, ich fahre mit meinem Imbisswagen oder Foodtruck, fahre ich zu einer Party hin, Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern oder sonst was, und mache dann da dort das Catering. Jetzt ist es ja so, dass die Städte diese ganzen öffentlichen Hallen, Partyräume oder wie auch immer, oder auch irgendwelche Fußballplätze, dass die jetzt diese ganzen Plätze und Orte geschlossen haben. Was im Umkehrschluss dann natürlich heißt, dass der Gastgeber dort auch nicht feiern darf und wieder im Umkehrschluss heißt, dass ich dort nicht Essen machen kann. Jetzt sieht es so aus, dass wir also Stand heute, was haben wir denn heute, 18. März, ja, nichts mehr zu tun haben. Also wir dürfen nicht mehr arbeiten und verdienen dementsprechend auch null Geld. Also wirklich null. 0,000. Jetzt ist es so, dass wir ja selbstständig sind und als Selbstständiger hat man das unternehmerische Risiko zu tragen. Das bedeutet für uns zum Beispiel, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr Schüler seid, dann habt ihr jetzt einfach nur Ferien. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, auch wenn ihr leider zu Hause hocken müsst. Aber wenn ihr Angestellter seid und euch der Chef, sag ich mal, noch arbeiten lässt, dann ja, Glückwunsch, auch wenn es zwar nervig ist oder ihr sagt, alle anderen dürfen zu Hause bleiben, ihr aber nicht. Und wenn ihr auf Kurzarbeit gesetzt werdet, dann ist das zwar auch blöd und doof, aber ihr werdet daran nicht, ja, auch einen finanziellen Schaden sicherlich haben, aber ihr werdet daran nicht pleite gehen. Das heißt, ihr werdet nach wie vor irgendwo auch Geld herbekommen, vielleicht nicht im vollen Umfang wie vorher, aber halt eben ein bisschen weniger. Aber ihr bekommt halt eben irgendwo Geld her und das ist bei uns halt eben nicht der Fall. Denn wir können, wie gesagt, Stand heute uns an niemanden wenden derzeit. Also bis jetzt gibt es nur irgendwelche Ideen, noch keine Versprechen, wie uns geholfen werden soll. Und wenn das jetzt weiter so ist und wenn auch eine unbürokratische Hilfe nicht möglich ist, dann sieht es so aus, dass wir so ein, zwei Monate damit hinkommen jetzt gerade mit dem Geld, was wir gerade haben. Aber ja, warum haben wir nicht mehr Geld? Ganz einfach, weil das Eventgeschäft ein Saisongeschäft ist und wir praktisch von, ich sag mal, von März bis Oktober das meiste Geld verdienen und wir auch mehr und doppelt arbeiten, damit wir im Winter, wenn wir wenig oder fast gar nichts zu tun haben, ja, dann auch dann über den Winter überbrücken können. Das heißt, man hat immer so als Event-Caterer oder überhaupt in der Gastronomie und teilweise hat man ja, eine Winterkasse, wenn man das so nennen mag, und die wird halt im Laufe des Jahres gefüllt und dann bedient man sich daraus im Winter. Ich habe zusätzlich zu dieser Winterkasse mich daraus noch bedient und habe jetzt den neuen Imbisswagen gebaut. Das heißt, ich habe jetzt einen niegelnagelneuen, super duper Imbisswagen. Ich habe sogar zwei, ich habe noch viel, viel mehr. Ja, ich könnte jetzt arbeiten, bis der Arzt kommt, aber ich kann nicht arbeiten. Und das ist jetzt mal ein großes Problem. Und ich kann auch, es kam dann einer auf die Idee und sagten dann, ja, geh doch zum Sozialamt hin. Wenn das Leben doch so einfach wäre. Das könnten wir sicherlich tun, aber das wird nichts bringen. Weil, wenn wir jetzt zum Sozialamt hingehen und sagen, so, wir sind jetzt mittellos, wir müssen jetzt Hilfe haben, dann bekommen wir dort keine Hilfe, weil das Sozialamt würde dann sagen, hör mal, verkauf mal alles das, was du hast und leb erstmal davon. Und wenn du da gar nichts mehr von hast, dann kannst du dich eventuell mal hier bei uns melden. So läuft das für Selbstständige ab. Also ihr seht, das Risiko ist da für Selbstständige ein wenig größer. Geschweige denn, wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt meinen nagelneuen Imbisswagen verkaufen, den kauft jetzt sowieso keiner. Und wenn, dann wahrscheinlich nur für den obligatorischen Ramschpreis von 10 oder 100 €, weil er da auch nichts mit anfangen kann, weil er kann damit auch nicht arbeiten. Das heißt, selbst solche Sachen jetzt zu verkaufen wäre völlig sinnlos, weil ich sie einfach, ne, ich könnte sie auch verschenken.
es wird einfach nichts bringen. Ja, so sieht der Stand oder der aktuelle Stand unserer Dinge aus. Und jetzt kommen wir zu dem, wie du, jeder einzelne von euch, mir helfen könnt. Wie gesagt, keine Panik, nichts Schlimmes. Ist eigentlich ganz einfach. Schaut einfach meine Videos. Ich werde jetzt die Videofrequenz ein bisschen hochfahren, damit ich, denn von YouTube lebe ich ja nicht, aber YouTube war für mich immer ein nettes Taschengeld. Das Problem halt eben dabei ist, dass selbst auch die YouTube-Einnahmen auch jetzt sinken werden, aufgrund dessen, weil ja erheblich viel mehr Leute Videos machen und wir da nicht komplett von leben können. Wie gesagt, Abteilung nettes Taschengeld. Jetzt ist es aber so gekommen, dass wir halt eben ja die Haupteinnahmequelle fehlt und ich jetzt auch euch auch nicht mit Werbung zuballer, was ja albern ist, das will ich nach wie vor nicht machen. Der eine oder andere, der mir schon länger zuschaut, der weiß, dass ich selbst bei Videos über 10 Minuten es fast nie mache, mehr wie zweimal Werbung, sprich einmal am Anfang, einmal am Ende. Und das will ich eigentlich auch so beibehalten. Ich will, weil ich das selber nicht okay finde. Zweimal Werbung ist okay, das reicht auch vollkommen aus. Hat mir bis jetzt auch immer ja, ausgereicht. Ich habe auch nie großartig irgendwelche Produkte in die Kamera gehalten und habe gesagt, hey, kauft diesen Scheiß, ihr müsst das unbedingt haben. Keine Panik, werde ich auch sowas, will ich auch in Zukunft nicht machen. Wenn ich denn wirklich mal etwas in die Kamera halte, dann sind es wirklich Sachen, die ich geil finde und die ich auch wirklich uneingeschränkt weiterempfehlen will. Also ich will mich jetzt nicht zur Werbe, wie heißt das, Werbehure, das Wort, will ich mich jetzt nicht verkommen lassen. Aber wie gesagt, wie ihr mich unterstützen könnt, ist ganz einfach. Schaut meine Videos, liked meine Videos und für die Älteren unter euch, Interaktion heißt das Zauberwort. Das heißt, ein Like, also sprich ein Daumen nach oben, von mir so ein Daumen nach unten, whatever, und ein Kommentar ist für den Algorithmus für YouTube immer sehr hilfreich. Das heißt, selbst wenn ihr einfach nur liked, das Video guckt, also von Anfang bis Ende, von mir es auch durchlaufen lässt, keine Ahnung, kannst du jetzt auch duschen oder kacken gehen in der Zeit. Und wenn mir zur Not noch einen Kommentar darunter schreibst und was in dem Kommentar drin steht, ist eigentlich völlig egal. Denn der Algorithmus ist ja doof. Der sieht halt nur, ob da ein Kommentar ist und ob da keiner ist. Das hilft mir auch weiter. Also bitte, gerade die Älteren unter euch, die das jetzt noch so noch nicht so YouTube-technisch oder geschnallt haben, liken, kommentieren, abonnieren vor allen Dingen auch und ja gerne auch die Glocke drücken. Und wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr mir unter anderem zum Beispiel, ich habe ja noch diese schnieken Grillzangen, also das jetzt eine gebrauchte, aber ich habe noch Grillzangen, denn die Grillsaison fängt ja jetzt wieder an. Also wer noch eine Grillzange haben will, die ganzen Infos dazu, zu den ganzen Sachen, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Dann habe ich immer noch einen großen Schwung T-Shirts. Also wenn noch unter anderem ein T-Shirt braucht, dann könnt ihr auch gerne ein T-Shirt käuflich erwerben. Auch wie gesagt, keine Horrorpreise, alles normal. Ich lasse diese Preise alle so, wie sie vorher auch waren. Habe ich in den Größen von M bis 3XL. Also da sind noch genug T-Shirts von da. Und wenn doch einer meint, er möchte mir was spenden, dann kann er das natürlich auch machen. Aber wie gesagt, ich will da nicht jetzt um Geld betteln, sondern wenn ihr einfach Bock habt auf ein T-Shirt oder eine Grillzange, Pommesman Salz ist auch in Bearbeitung, dann könnt ihr das ganz normal bei mir erwerben. Das würde mir einfach schon weiterhelfen. Und wenn ihr praktisch irgendein cooles Video gefunden habt, teilt es einfach. Selbst YouTube kriegt es mit, wenn ihr ein Video über WhatsApp, über Facebook oder über Twitter oder Instagram oder sonst was teilt. Keine Ahnung, teilt einfach, was das Zeug hält. Mehr verlange ich für euch gar nicht. Wie gesagt, ganz einfach. Und derjenige, der in derselben Situation ist wie ich, herzlich willkommen im Club. Aber wie gesagt, Videos gucken tut nicht weh, das kostet keinen Cent. Ein Video liken oder kommentieren kostet auch keinen Cent, denn wir haben ja leider alle viel mehr Zeit, wie uns jetzt gerade alle lieb ist. Ja, das zu unserer aktuellen Situation und es kommen natürlich jetzt auch, wie gesagt, wie ich eben schon sagte, vermehrt Videos. Ich mache jetzt auch endlich mal wieder Rezepte. Ich habe noch einen ganzen riesen Schwung voll Rezepte, die ich da noch machen muss und ich habe auch sogar das Rad neu erfunden. Überhaupt hier. Das sieht man natürlich nicht. Ich hebe das Rad mal hoch. Ich habe das Rad neu erfunden. Oh, das ist so groß, das Ding. Und so schwer. 1 Meter Durchmesser. Aber das Rad seht ihr dann in einer der nächsten Videos. Da bereite ich oder beziehungsweise da warte ich auf ein paar Teile. Dann geht es mit dem Rad dann auch weiter. Ja, ihr kennt das. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Sehen wir uns wieder. Und ihr kennt das. Liked mich, teilt mich und bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ist aber auch schwer, das Scheiße. Lecko mio, ey.